Brülli, 3:0 Heimerfolg gegen den Stadtrivalen. Endlich haben wir es geschafft daheim, wir sind Derby-Sieger. Erzähl uns kurz, was geht gefühlsmäßig gerade in dir vor? Ja, natürlich ein sehr geiles Gefühl. Also, wir haben gesehen, die Hitten ist vor allem erste Halbzeit Kopf gestanden, glaube ich. Wir haben eine unfassbar gute Halbzeit gespielt. Wir haben, glaube ich, alles richtig gemacht, was richtig machen als können. Und die Stimmung war natürlich unfassbar dann. Und ja, zweite Halbzeit, muss man ehrlich sagen, war es dann nicht mehr gut von uns. Aber ja, im Endeffekt zählt dann nur der Derby-Sieg. Nimm uns kurz mit zu deinem Torerfolg. Was geht nach einem Kopf vor, wenn man in einem Derby ein Tor schießt? Ja, es war halt nicht mein erstes natürlich, aber wie gesagt, natürlich ist Freude pur da. Ich glaube, jeder Spieler freut sich, wenn man ein Tor schießen kann im Derby. Und ja, der Torjubel, glaube ich, war ein bisschen unserem Athletiktrainer geschuldet. Und ja, vielleicht müsst ihr ihn dazu interviewen, ob euch er dazu mehr sagen kann. Zum Abschluss, wie feiert die Mannschaft heute den Derby-Sieg? Ja, ich trinke sicher das eine oder andere Bier. Also mal schauen. Bleibt's beim Bier. Das werden wir sehen. Danke, Grülli. Chico, die Nummer 1 in Wien? Sind wir, ganz klar, hat man heute gesehen. War geisteskranke Stimmung. Ich glaube, wir haben heute sehr verdient gewonnen und ich glaube, wir sind jetzt alle sehr happy. Was geht gerade gefühlsmäßig in dir vor? Also es muss ja ganz, ganz speziell sein. Ist sehr speziell, ja. Ich glaube, die Jungs haben mich schon gut eingestimmt auf das Derby. Ich habe gewusst, es wird heute von der Stimmung her krank, aber dass die heute so ein Festival hier abliefern, hat mich schon umgehauen heute. Danke. Bitte.